Guten Abend, mein Name ist Ed von IELTS Watching TV. Heute mit Nazi-News. Nachrichten aus der Vergangenheit, um die Zukunft auszublenden. Rückwirkendes Denken, inspiriert durch Arbeit, macht frei, als zukünftige Gegenwart in unseren Straßenverkehr transformiert mit öffentlicher Stickoxid-Dusche, lässt hier in der BRD wirkliche Innovationen im Keim ersticken. Das Imperium der Automobilindustrie und sein dunkler Staatslord, Herr Dobrindt, lässt in ihrem Ehrgeiz die Bevölkerung mit Absicht an Stickoxiden und Feinstaub erkranken und leistet somit Beihilfe zum Mord. Das erleichtert auch die Bringschuld aus der Rentenkasse für zukünftige Zahlungen. Und uns als Bürger ist das egal, denn Arbeit mit und durch das Automobil macht frei und diese Freiheit bringt uns Wohlstand herbei. So möge dann die Macht der kriminellen Energien mit uns sein. So wäre ja das Verhalten von kriminellen Energien und den ausführenden Regelbrüchen, wie es die automobile Industrie im Denken an Vorsprung durch Ignoranz beim Abgas oder wie von der IWF-Riege mit dem Wesen von Frau Lagarde oder wie es viele andere Firmen gleich tun und viele andere Bürger auch über Gehorsam beim Steuerbetrug vollzogen wird von dringlichem Staatsinteresse. Und jeder Bürger, der anders handelt, wird ab sofort mit 10 Jahren Strafvollzug belastet. Kriminelle Arbeit macht frei von zukünftiger drohender Strafe. Das neue Motto der gegenwärtigen Leitkultur lautet dann, jeder glaubt, er habe mit seiner Meinung einfach auch das Recht und die Gewalt, sie als bedingungslose Autorität für ein allgemein geltendes Handeln aufzustellen. Dass alle im Bewusstsein so zu handeln haben, da ist die einzige ultimative Legitimation von richtungsweisendem Gehorsam für eine Gesellschaft sei und Moral einzig ein Hindernis darstellt, was es zu beseitigen gilt. Das Ausblenden der Zukunft, die wir gestaltet haben, bewirkt in unserem Bewusstsein, dass wir eine Gesundung der Probleme im gewohnten, verharrenden Verhaltensmuster erhalten wollen. Das ist genau der Fehler, den wir begehen und uns zu geistiger Ohnmacht in sauerstoffarmem Denken erstarren. Bleiben Sie kritisch, denn Leichtgläubigkeit schützt nicht vor Schaden. Das waren Breaking Nazi News von IELTS Watching TV. Mein Name Ed, wie Evil Death.